Hallo, ihr süßen Puppis und herzlich willkommen zur Dschungelnachlese des sechsten Tages. Heute mit dabei, weil die Herrin ist nämlich jetzt im Urlaub. Die Gitti Reinhardt. Hi. Du siehst so aristokratisch neben mir aus. Ja, ich habe ein Hutgesicht. Das ist dein Hutgesicht. So, erstmal ein Schnapp Wodka. Oh. Achso, warte mal. Hast du schon getrunken? Spuck wieder zurück. Wir machen hier immer eine Wodka-Challenge, die Herren und ich. Und zwar, man muss den Wodka trinken und darf danach keine Miene verziehen. Man muss danach glücklich aussehen. Ja? Ich kann es mittlerweile ganz gut. Super. Ich finde mich heute wahnsinnig süß mit diesen verspielten Locken. Seht ihr das? Das ist der Romantic Jungle Look. Es fing heute alles an mit der Nachtwache. Kader musste zur Nachtwache. Zum ersten Mal Nachtwache und dann ist sie geweckt worden, einfach so, mitten in der Nacht. Das geht natürlich gar nicht. Die war richtig sauer und wieder so biestig. Völlig überfordert, weil die hat sich da so eingemummelt. Ja, und dann ist sie halt auch noch gestürzt. Und dann hat dann mit Mark Terenzi, saß sie dann da und der wollte die zuquatschen und sie hat ihn so richtig weggebissen. So, ich möchte mit dir nicht sprechen. Die Kerze hat sie auch gestört. Ja, stimmt, die Kerze war ihr zu hell, die musste Mark Terenzi dann noch löschen. Und Mark Terenzi hat dann noch erzählt, dass er jetzt ein Buch schreiben möchte. Ja, und wenn es ein Hörbuch wird, verstehen auch alle überhaupt gar nichts. Das wäre toll, wenn er das selber einsprechen würde. Ja. Dann bräuchten wir dann, da musste aber ein Begleitbuch mit dabei sein mit dem Text. Ja. Das ist auch wieder schwierig dann. Ne? Florian, hat ja die ganze Zeit Kokain auf den Wangen aufgelegt. Ja, das sah toll in aus. Den O-Tönen. Der hatte hier unten so weiße Flecken. Ich frage mich jetzt mal, was war das wohl wirklich? Hat er sich mit so Asche oder sich irgendwie Concealer nachgemacht? Oder ja, selbst gebastelt. Selbst gebastelter Concealer. Die Muscheln am Bach gefunden, hat sich mit dem Perlmutz eingerieben. Mm. Der Florian, der hatte dann schon so eine so unheilsschwangere Vorahnung, dass der Jara Joel. Jaja. Also diese Doppelnamen, die machen mich irgendwann noch fertig. Dass Jara Joel irgendwas plant. Ja. Ja. Der hat gleich alle gewarnt, also Kader, Hanka und noch irgendjemand. Shania Shakira. Genau. Ja. Und er hat gesagt, seid vorsichtig. Ja, Gina Lisa, genau. Die hat dann auch gewarnt. Ja. Und er hat gesagt, seid vorsichtig, ich habe da was geahnt, ich habe so Urin und da ist irgendwas im Busch. Mhm. Da ist irgendwas im Busch, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann Dschungelprüfung war diesmal mit Hanka und der Unbekannten Nicole Meth. Und das war halt so ein Drehrad und dann reingespannt. Ameisen und Kakerlaken und sie mussten Fragen beantworten, haben sie ganz, ganz toll gemacht. Ja, das stimmt. 12 Sterne und sogar Daniel Hartwig war baff, weil es war der heißeste Tag seit ever. Es waren wohl 52 Grad in der Sonne und sie waren total heiß. Sogar Dr. Bob hatte einen Fächer. Hätte Kader Loth diese Dschungelprüfung machen müssen. Sie hätte erstens die Regeln gar nicht verstanden und zweitens keine einzige Frage beantworten können. Ja, oder? Und sie hätte auch die Nummern, die auf den Sternen waren, hätte sie auch gar nicht lesen können. Ja. Und sie hätte auch gar nicht gewusst, wie komme ich da rein und wie kommt der da raus und wenn der mich dann beißt. Ja, und ich muss wirklich sagen, in dieser Folge, die Hanka war heute wirklich sympathisch. Ich glaube, hat Dschungelkönigin-Potenzial. Entweder Kader oder Hanka ist so mein Tipp das jetzt. Wird so ein Kopf an Kopf Battle. Hanka ist dann ganz glücklich wieder ins Camp und das musste sie natürlich gleich erstmal ihren Elfen und Trollen erzählen. Die haben ja im Wald schon alle bibbernd gewartet. Was ist denn nun mit der Dschungelprüfung los? Sie ist gleich erstmal wieder in Bach, in ihre Push-Ecke. Hast du ihr Mikro erstmal geschrottet? Ja, genau. Da ist sie ja mitten rein und dann ist sie aufgefallen, ups. Und dann guckt sie auch so ganz bedröppelt in die Kamera. Oh, das ist jetzt kaputt. Aber die musste halt dringend pullern. Und die Elfen warten ja auch. Aber sie wollte ja eigentlich ihren Namen ins Camp schreiben mit Pusche. Ach so, ja. Aber das hat sie nicht geschafft. Das war einfach zu dringend. Und da muss man ja auch ein bisschen Zeit für haben, für Namen schreiben. Danke. Gina Lisa hat gebeichtet. Sie hat erzählt von der Story, ihr wisst schon. Sie wollte nicht drüber sprechen, aber natürlich nicht. Wenn eine Kamera an ist, vergessen sie ja alle ihre Scham. Und da hat sie dann erzählt, dass sie halt wahnsinniges Opfer ist. Wussten wir schon. Und dass sie immer an die falschen Männer gelangt. Die ihn ausnutzen, den Gina. Und die Männer wollen immer nur von ihr, dass sie die Bude putzt
und saugt. Und oben ohne ist. Und oben ohne ist. Und sie kann doch noch so viel mehr. Sie kann ja auch die Beine breit machen. Ja, sie kann ja noch blasen. Das blasen, ja. Lutschen und saugen. Also ich fand, da ist echt, da geht Talent verloren bei der Gina Lisa. Aber gut. Und sie hätte so gerne Emotionen gezeigt, aber das viele Botox hat sie leider daran gehindert. Nicht, geht halt das auch nicht. Da war hier schon so eine kleine Träne, aber die verpuffte sofort, ja. Das ganze Hyaluron gleich wieder eingesogen, weil die Haut Feuchtigkeit braucht, ohne Ende. Das ist pralle. Dann Sarah Joel. Ja. Alle hassen Sarah Joel, zu Recht. Ich finde, Sarah Joel ist die aller dümmste und oberflächlichste Hure von allen. Sie ist halt einfach so eine Sexpuppe. Ja, und dann, so, Sarah Joel und die allerdümmste von allen. Und dann, ja, und Hanka, und da hat mir Hanka wieder gut gefallen. Hanka hat gesagt, die Sarah Joel ist halt einfach eine Unechte. Die versucht nur, sich zu inszenieren, versucht, die meiste Kamera präsent zu bekommen und ist halt nicht echt und lebt nicht in diesem Camp. Und ich finde, die hat gute Meinungen, die Hanka. Das stimmt, das haben so. Ja alles die Elfen erzählt. Haben ja alles die Elfen, die hat ja einen direkten Draht zur Elfenwelt. Ja. Naja, gut, aber da kommen wir morgen drauf. Wir sehen uns morgen bereits wieder. Es war ganz, ganz süß mit euch. Vielen Dank, Kitty, für deine sehr Unterstützung. Gerne. Und bis bald. Bye. Tschüss. Sharing is caring.